Vielleicht ist es noch ein bisschen mehr große Jungspielkastenbaustelle. So, man kann halt noch mal ein bisschen mehr rumspinnen. Dann geil, wir bauen uns jetzt einfach einen großen Panzer, mit dem wir auf der Bühne rumfahren können. Das ist eigentlich schon eine Theaterkulisse, was hier gebaut wurde und was seit 2 Jahren existiert. Also das ging los mit diesen 4 Statuen und dann wurde das halt, irgendwann wurde halt ein Set gebaut, wo die draufstehen, dass sie auf diesen Steinsockeln stehen. Dann hatten wir auf der ersten Tour, gab es noch eine Flak sozusagen, das war einfach nur ein DJ-Podest verkleidet mit einer, ja, mit so einem Flakgeschützstand. Und dann haben wir jetzt zu den letzten Festivals gesagt, wir brauchen unbedingt einen Panzer, den die netten Kollegen immer aufbauen dürfen. Der wurde dann irgendwann gebaut, letztes Jahr zu den Festivals. Der kann fahren, also das heißt, die dürfen schweißtreibend dieses Ding mit 2 Leuten nach vorne schieben. Er lässt sich drehen komplett und schießt dann auch sogar auch noch aus seinen Rohren. Also mit allen Tricks, die man so tricksen kann, wird da gearbeitet, hätte ich fast gesagt. Im Prinzip so eine Backstage nach der Show-Idee, was machen wir und was können wir noch. Und dann, weil auf dieser Flakwand kam Feuer raus. Und dann irgendwer, naja, aber Feuer kommt nicht aus einer Flak, da kommen keine Flammen raus, da kommen Schüsse raus. Da dachte ich, dann können wir auch einen Panzer bauen. Dann haben wir Mulden ziemlich voll genommen und aber uns tatsächlich mal rangesetzt, mit der Firma Kulissenwelt gesprochen, die auch schon die Statuen vorgebaut haben, also die waren hier schon tätig. Ob man nicht mal guckt, dass man einen Panzer in Maßstab 1:1 baut, der auch noch nach vorne fahrbar ist, an die Bühnenkante, sich drehen kann und schießen kann. Ja, und einen Monat später war der Plan fertig und dann wurde es gebaut. Ja, das Ding ist mehr oder weniger komplett zerlegbar, ist oben wie gesagt drehbar, dann haben wir da noch 4 Lampen eingebaut. Das ist tatsächlich so ein bisschen aus dem raus entstanden, dass ich dachte, wie Sharpies auf dem Boden, das sieht dann schon komisch aus, wenn da in der Mitte so ein Loch entsteht, weil er ist ja doch ein bisschen breiter. Also fahren 4 Lampen mit. Wenn man jetzt nach hinten geht, sieht man auch das Geheimnis des ganzen Konstrukts. Halt ein kompletter Traversenunterbau, der auf 6 Rollen gelagert ist. Und dann haben wir hier, haben die Set-Jungs irgendwann noch Blechstreifen ausgelegt, dass wir auf Blechen nach vorne rollen, weil das tatsächlich, der wiegt so um die 500 Kilo, das ist dann doch, wenn da mal eine Bühnenplatte schon ein bisschen nachgibt, dann hast du halt diese Kante und dann bleibt man hängen. Das finde ich halt super, die haben die Wedges mit in die Kulisse eingebaut, also das ist halt alles komplett oben mit eingebaut in dieses Set. Also es ist tatsächlich so, während dieser KIZ-Show sind unfassbar viele Leute hier im Hintergrund am Wuseln, am Mitschieben, am Bewegen, am vorne auf die Bühne gehen und in uniformiert mit Streamer-Guns am Schießen. Also hier ist wirklich eine Menge Alarm während der Show. Und ja, hier sind halt die Kabelslacks, dass sie nach vorne rollen können. Dann muss einer hinten die Kabel mitführen. Ist ja nicht nur Licht, ist ja auch Audio, dass da alles mit nach vorne fährt. Und ich finde, was an dem Panzer wirklich geil ist, dass er sehr detailverliebt tatsächlich gebaut ist. So vom Nahen ist er manchmal dann doch, oh, doch alles Holz. Aber nachher im Dunkeln während der Show sieht das schon ziemlich echt aus. Also das vorne, die Kettenglieder sieht man auch, die sind alle einzeln gefräst. Also das haben sie schon wirklich sehr amtlich gebaut. Das Ding macht tatsächlich wirklich richtig Spaß. Ja. Dann gibt es die Statuen, hinten die Kabel mit Laseraugen. Die wurden auch nachträglich irgendwann eingebaut. Die sind auch noch nicht seit Anfang an drin. Die wurden da ja, auch zur letzten Festivalsaison. Das war auch noch so die letzte Neuerung an dem Set. Dann gibt es hier ein lustiges Auge mit so einem Football-Anzug modifiziert, damit der DJ sich dieses Auge auf den Kopf setzen kann. Und das ist dann, da sind so 2 RGB-Engines drin, dann leuchtet das Auge. Er steht dann mit dem leuchtenden Auge auf dem Panzer. Klassisches Backdrop mit Beleuchtung auf dem Boden. Das ist einfach Cover-Album-Kulisse. Hier stehen noch 2 McQuantum, die leuchten praktisch von hinten durch diese Statuen durch.
Die Statuebeleuchtung, die haben wir nochmal geändert. Das waren am Anfang auch Q7, die auf dem Boden standen, auf dem Set. Aber wir haben es jetzt gelöst mit von hinten beleuchtend mit zwei Quanten hier hinten auf dem Boden, dass man halt so diese Silhouette ein bisschen von hinten leuchten kann. Und dann haben wir noch eine Mitras 4 Mac Quantum, die halt die Statuen von vorne beleuchten. Das ist eben eine indirektere Beleuchtung von relativ dicht dran gibt. Vorher war es halt immer so, wenn man die von vorne beleuchtet hat, vom Boden, hat man halt den Schatten immer auf dem Backdrop gehabt. Und ja, das hat man jetzt auch noch so ein bisschen, aber es ist erheblich besser geworden. Die werden viel heller und das ist auch noch eine Änderung tatsächlich. Also wie gesagt, das ist jetzt die dritte Tour mit diesem Set, aber das ist tatsächlich so, dass es jedes Mal haben wir nochmal geändert, verbessert. Das Set ist neu gebaut, das war früher Light Deck, jetzt ist es ein Gläupodest-System geworden. Und naja, das ist halt immer so, man lernt jedes Mal dann doch wieder dazu oder man probiert noch mal immer ein bisschen zu optimieren und neu zu machen. Genau, dann gibt es auf der Bühne zwei Follow-Spots, übernommen von Kraftklub sozusagen. Ich weiß auch gar nicht, wer damals auf die Idee gekommen ist, aber die haben wir dabei, weil es eine B-Bühne vorne im Publikum gibt. Da wird eine Rede gehalten, da sprechen dann die Führer zum Volk und da ist es dann so, dass die Follow-Spots auf der Bühne eben praktisch der Hinweis sind, dass die Leute rübergucken müssen. Also es ist halt so ein bisschen dieser Wegweiser. Das hat damals bei Kraftklub mit der B-Bühne super funktioniert. Das haben wir hier natürlich auch so gemacht, um einfach die Aufmerksamkeit der Leute in diese Richtung zu lenken. Damit sie sehen, es passiert jetzt nichts vorne, sondern hinten. Bühne ist dunkel, Follows leuchten nach da und es klappt tatsächlich ganz gut. Die werden einfach nur auf Rollstativen für diesen einen Song nach vorne gerollt, danach wieder nach hinten. Genau, dann gibt es hier die liebevoll genannte Holzrosi. Das ist im Prinzip auch eigentlich ein klassisches Theaterding im KIZ-Stil. Die Beine werden dann natürlich ausgeklappt. Und dann gibt es zu dem Liegkäfigbett eine Geburtenszene. Wie man sieht, vorne an dem Tuch schon blutverschmiert. Einer der vier Jungs klettert rein. Mit Riesenwindel an, komplett blutverschmiert. Und ja, dann wird er geboren. Auch wieder eine Sache, wo halt diese Follow-Spots auf der Bühne, diese Geburtenszene, er liegt dann ja drin, wird nach vorne gerollt. Und da sieht man, also hier passiert ganz viel im Hintergrund. Ganz viele Leute, die im Hintergrund mitarbeiten, die mitschieben, die umbauen, aufbauen. Da passiert eine ganze Menge. Dieses DJ-Auge muss aufgesetzt werden. Und ist schon eine Menge, was hier tatsächlich an Nebenschauplätzen passiert. Genau. Ja. Das war es soweit auf der Bühne. Wir haben die Sharpies im Set. Eigentlich bin ich gar nicht so der riesen Beamlampenfreund, aber für so ein militärisches Führerding, Diktatorenstil, finde ich, eignet sich dann eine Beamlampe doch ganz gut. Das hat so diese Ästhetik, diese ganz geraden, harten Beams. Lampen sind schön klein, fallen im Set halt nicht so auf. Deswegen sind die relativ viel verbaut. 7 Sharpies hängen oben in diesen kleinen Mini-Rahmen, wo an den Vierecken die LED-Beam 100 hängen. Und in der Mitte dann noch ein Sharpie. Dann haben wir oben Mac Viper, 10 Stück tatsächlich nur. 25 Atomics LED, was eine relative Waffe ist, wie ich finde. Also das sind ziemlich oft im Einsatz, werden ziemlich oft auch gebürstet, geflasht. Also das geht, funktioniert mit den Lampen schon super. LED-Strobs ist eine super Erfindung. Wir haben die damals tatsächlich auch bei KIZ in der Max-Schmeling-Halle auf der letzten Tour, hatten wir damals von Martin mal so 6 Stück für eine Show zur Verfügung gekriegt zum Ausprobieren. Da war noch von Complete Audio Tommy Menne, der Lichtcrew-Chef oder der Lichtchef da. Und da haben wir gleich gesagt, geil, das sollte man in Angriff nehmen, die gegen die herkömmlichen Atomic zu tauschen. Macht einfach mehr Spaß. Alleine, dass man halt durchblinden kann, dass sie nicht dunkler werden. Genau. Ja, und wie gesagt, die Lampen sind alle im Set integriert. Das Set hat sich auch mal ein bisschen gewandelt von der Aufbauform her. Und also die Position der Lampen gewandelt, aber die Anzahlen sind, glaube ich, relativ gleich geblieben. Und ja. Ja, wie man hier sieht, es gibt halt alles, was auf der Bühne steht, ist hier mit Munitionskisten, Panzersperren. Also wir haben mal probiert, möglichst viel von dem Zeug. Vorne die Wedges sind auch so mit Munitionskisten verkleidet. Ziemlich viel Zeug zu verstecken. Ja, dass man nicht so viel von dem Eigentlichen sieht, was da passiert oder was da sonst steht. Ja, da gibt es, wie gesagt, eine Back- und eine Mitras mit 7 von diesen kleinen Mini-Pots. Wir nennen sie Drohne, damit es sich militärisch anhört, weil es so schön hier reinpasst. Also nennen wir sie so, 7 von diesen Drohnen mit jeweils 4 LED-Beam 100 und dem Sharpie in der Mitte.
Dann gibt es eine Fronttraverse mit MacWiper Wash, wovon die Hälfte Frontlicht sind. Frontlicht für die drei Jungs, die vorne rumlaufen, brauche ich nicht. Wir haben drei Follows dabei. Aber es passiert halt doch immer noch mal relativ viel auf der Bühne. Da kommen halt, wie gesagt, Leute auf die Bühne mit so Streamer-Guns, mit Konfetti-Guns, die schießen, um halt einfach so ein, ja, einen Wash auf der Bühne zu machen, der hell ist. Die andere Hälfte der Washlights ist nur für Setbeleuchtung, dass man das Set, das ist halt echt groß, das ist wirklich ein riesen Ding und es muss halt angeleuchtet werden. Wenn du da nichts drauf leuchtest, dann siehst du davon tatsächlich wirklich nichts, weil dafür steht es dann doch relativ weit hinten. So, das heißt, also die Hälfte des Frontlichtes ist eigentlich Frontbeleuchtung nur für Set. Oben hängen halt vier McQuantum in der Mitras, die die vier Statuen beleuchten, dass man die noch schön absetzen kann von dem restlichen Set. Die Show wird eröffnet mit einem weißen Vorhang, eine 50er Traverse mit zwei Kabukis drin, weil die Show auch mit einem Kabuki, mit einem bedruckten, mit so einem Atombombenbild, wenn dann nach dem Motto Hurra, die Welt geht unter, die Welt untergegangen ist, gibt es halt den letzten Song vom Backdrop, wo die vier Jungs als Foto im Atompilz zu sehen sind. In der Traverse hängt noch ein bisschen Pyro, zusätzlich zu dem Panzer, der schießen kann aus den Rohren, gibt es noch Pyro oben im Dach. Wir schießen zweimal Airburst, auch in diesem Song. Da gibt es in diesem Lied, in so einem Bridge-Part, so ein Maschinengewehr-Sample und auf den schießen wir dann nochmal Airburst. Das ist, es gibt noch KIZ-Geldscheine, die verschossen werden. Aber das ist dann tatsächlich so, was dieses Special Effects mit diesen Streamer-Guns, das war's dann. Also es ist, aber es ist halt so viel, was hier passiert nebenbei. Das ist, ist eigentlich ein guter Mix, finde ich. Also die Show geht fast 2 Stunden oder auch manchmal ein bisschen drüber, je nachdem, wie viel so zwischen den Songs gequatscht wird. Und es passiert ganz viel. Also diese B-Bühnenaktion, die passiert, glaube ich, schon, das ist der 9. Song, glaube ich, sind die schon im Publikum. Und ab da passiert halt ständig irgendwas. Ob diese Geburtenszene ist, der Panzer fährt, die Streamer ganz auf der Bühne sind, der DJ auf einmal ein leuchtendes Auge auf dem Kopf hat. Also es geht wirklich ab da eigentlich durch. Ja, und dann gibt es hier vorne noch eine relativ kurze Traverse. Die hängt in zwei C1-Motoren. Da sieht man im Moment noch nicht. Da hängen nachher Haken drin. Das ist praktisch die erste Zugabe. Da wird das Ding im Blackout runtergefahren. Das ist dann der Moment, wo der DJ sich auf sein Auge aufsetzt. Werden die drei Jungs gottesgleich schwebend nach oben fliegen, indem sie in diese Traverse eingehängt werden. Also das heißt, die haben einen Gurte an, werden in Stahlseile gehängt. Ja, und dann geht's bergauf. Dann fliegen sie gottesgleich sozusagen. Vergleichen sich mit Gott und wenn man Gott sein will, muss man auch fliegen können. So, mit Fettes Brot haben wir auch sehr setlastige Sachen gemacht in letzter Zeit. Aber bei Bands in den Beatsteak zum Beispiel gar nicht. Kraftklub war eigentlich auch gar nicht wirklich Set. Da gab es halt die Bandreiser, die die Band so braucht. Das ist ja immer so ein bisschen, was ist an Vorgabe da, was passt es dazu? Also ich glaube nicht, dass zu jeder Band wirklich auch ein Set passt. Also das, hier ist es halt tatsächlich so, ich meine, das ist vom Grundding her eine Hip-Hop-Kombo. Es gibt keine Band auf der Bühne, es gibt einen DJ und es gibt 3 MCs. Und diese Show, der ganze Inhalt, der hier transportiert wird, ist auch sehr theatermäßig. Also die Jungs spielen ja auch Diktatoren auf der Bühne. Die beleidigen ihr Publikum, die ziehen das Ding ja auch voll durch. Und das ist halt, also Steckenpferd würde ich nicht sagen, aber ich finde es schön, es macht Spaß, mit so einem Set zu arbeiten, weil man wirklich auch dadurch einen Raum verändern kann und oder ein richtiges Bühnenbild baut. Das ist, die Jungs nutzen das aus, die laufen hier rüber, die laufen rum. Also es passiert hier wirklich eine Menge, die nutzen das auch wirklich. Das macht Spaß zu sehen, dass sie damit arbeiten, dass sie da rumlaufen, stellen sich zwischen die Statuen bei einem Lied, wenn es gibt halt typisch im Hip-Hop diese Solo-Track-Geschichten, dass nur einer wirklich vorne den ganzen Song alleine macht, dann stehen die beiden anderen Jungs oben. Also das ist super, das funktioniert tatsächlich richtig gut. Bühnenklamotten sind halt auch in Uniform am Anfang so, also das ist halt wirklich durchgestylt. Also es ist nicht so, dass es jetzt so ein Set ist, was nicht zum Inhalt der Sache passt. Und es ist tatsächlich so, diese Statuen, die gab es als allererstes. Es gab halt dieses Kannibalenlied, das ist so diese KIZ-Hymne. Und das ist im Prinzip wirklich wie eine Nationalhymne geschrieben auf so eine südamerikanische Diktatorengeschichte. Und dadurch hat sich halt vieles ergeben. Das geht dann so immer den nächsten Schritt. Und also ich glaube, dass es einer Band wie KIZ sehr gut steht, so ein Set zu haben, wo sie halt mitspielen können. Wie gesagt, die legen sich ja auch freiwillig in die Holzrosi. Also da ist ja dann schon der Hang auch wahrscheinlich bei den Künstlern dazu da, oder die haben ja Spaß dran, sowas zu machen. Und dann kann man das natürlich so schön untermauern. Und das ist, dieses Set hier hat sich tatsächlich so ergeben, zu sagen, hey, das ist gewachsen und
damit spielt man halt auch. Man versucht halt irgendwann noch in diese Teil zu gehen, diese Panzersperren bauen zu lassen, die Wedge-Verkleidung zu sagen, nee, wir stellen dann keine Wedges hin. Wenn wir ein Bühnenset bauen, dann bauen wir es konsequent. Was können wir noch machen? Was können wir noch verkleiden? Was können wir noch einbauen? Also das, wenn man einmal so diese Richtung hat, zu sagen, okay, man beschäftigt sich mit dem Thema Bühnenkulisse, Bühnenset, dann habe ich schon gemerkt, dass man dann auch will, dass es wirklich 100% wird oder dass man halt wirklich zu so einem Gesamtbild kommt, was stimmig ist. Vielleicht ist es noch ein bisschen mehr große Jungspielkastenbaustelle. So, man kann halt noch mal ein bisschen mehr rumspinnen. Dann geil, wir bauen uns jetzt einfach einen großen Panzer, mit dem wir auf der Bühne rumfahren können.